Hallöchen, ihr Lieben. Es ist Mittwochvormittag. Moment, ich mache mal die Tür zu, falls da gleich einer mal wieder reinstürmt. Ja, ich war unterwegs, hatte einen Termin, davon erzähle ich später. Und dann habe ich gedacht, wenn du eh schon auf dem halben Weg da bist, fährst halt nach Bedelsen und kaufst ein bisschen ein. Dann musst du das heute Nachmittag nicht mehr machen. Ja, heute Nachmittag hätte ich vielleicht eins der Kinder mitgenommen, aber so war ich alleine, ist auch ganz nett mal ab und zu. Also habe ich bei Netto ein bisschen was geholt und bei Lidl. Bei Netto habe ich ja eigentlich mir erhofft, letzte Woche habe ich es voll Dusel, nicht mitgenommen. So diese aufblasbaren Ringe oder Matten für den Pool. Unsere gehen jetzt hier gerade einer nach dem anderen kaputt. Die sind ja auch schon einige ein Jahr, einige zwei Jahre alt. Der Flamingo hat schon den Kopf verloren. Das ist eben das gute zwei Kammern. Da hat Papa einfach den Kopf abgeschnitten, weil der hing schon so. Ne? Also ich habe wieder kaufst jetzt so ein, zwei Ringe noch oder irgendwie sowas. Natürlich kein mehr da. Hallo. Das sind vier Babykätzchen. Wir haben Neuigkeiten. Unsere Muffin hat letzte Nacht vier Babykätzchen. Nee, das war aber vielleicht heute Morgen. Oder heute früh. Ja, vier Babykätzchen, die gucke ich mir nachher an, wenn sie ein bisschen zur Ruhe erstmal kommen lassen. Ja, die und dann die Kätzchenbox vielleicht irgendwie mal vorbereiten, dann kannst du sie selber umpflanzen. Ne? Ja. Okay, bis nachher. Ja. Ja. Jetzt wurde ich so unterbrochen, wo war ich denn? Ach so, Netto und Aldi und Irina Dusel hat keine Ringe mehr bekommen. So. Ja. Jetzt muss ich vielleicht meinen Mann anschreiben, der fährt ja eigentlich an. Was heißt der? Der war doch gerade jetzt bei Jawohl. Oder wollte er zu Jawohl? Auf jeden Fall kann ich ihn mal fragen, vielleicht kauft er irgendwo anders welche. Ja, aus von nicht essbaren Sachen habe ich nur solche vier Container gekauft, ne? So Universalboxen. Die sind ein bisschen schmaler, kleiner, mal gucken. Ich habe auch den Kindern gesagt, ne, nehmt gerne euch welche mit. Dann könnt ihr bei euch im Zimmer ein bisschen was einsortieren. Und Klopapier. Genau. Und hinten habe ich Wasser und Katzenfutter. Ja. Und dann habe ich jetzt hier, Christian da draußen auch gelassen, nur eine Flasche von Arizona Mucho Mango. Aber ich habe noch einen Sechser mit Melonengeschmack. Das habe ich gleich hinten. Dann nochmal Zuckermelone. Und die habe ich noch nie probiert. Die haben noch nie mitgenommen gehabt. Doch nicht so oft bis jetzt gesehen. Stand auch Zuckermelone drauf. Weiß ich nicht. Werden wir probieren. Dann auf jeden Fall noch Tüffels. Ja, ich bringe mal das mal hier rein. Ich habe dann noch hier drei Stück diese Creme zum Kochen mitgenommen. Dann zweimal Puttenschnitzel. Also nicht mariniert oder so. Kann man super selber marinieren, muss nicht immer. Und dann, davon sind aber noch zwei in genau, der Tasche. Ne, falsch, eins daneben. Das sind vier Stück Hähnchen Mini-Steaks, 50% reduziert. Die werde ich heute noch verarbeiten, weil da steht auch, dass sie bis heute haltbar sind. Steht aber, ich bin noch gut drauf. Ja, das werde ich einfach mal nachher zum Abendessen, ich denke mal, durch den Fleischwolf jagen und dann irgendwas damit machen. Auf jeden Fall sind das jetzt vier Pakete geworden. Und dann grillen wir bei dem Wetter ja manchmal spontan. Deswegen brauche ich eigentlich immer was im Gefrierschrank, was halt schnell aufgetaut ist und nicht noch erstmal mariniert werden muss. Habe ich jetzt die zwei mitgenommen. Einmal Kräuter und einmal Arizona-Style. Das kommt auch im Gefrierschrank. Und dann, ja, ich weiß, man kann es super selber machen. Habe ich jetzt im Moment gerade absolut keine Lust drauf, aber schon Lust mal zwischendurch sowas zu essen. Rohkostsalat, einmal fettreduzierten Käse, einmal normalen Emmentaler, gerieben,
Und dann normale Butter, ein bisschen leichtere Butter. Und für den Mann zum aufs Brot schmieren, halt streichzarte. Ja, hier habe ich jetzt nur noch von Lidl. Moment. Schokoverführung, einmal in das hier, die kleinen Küchlein, und einmal in Karamellverführung, oder genau, kleine Küchlein, einfach so mal mit in die Tasche nehmen. Isabel mag das sehr gerne zwischendurch, wenn sie mal unterwegs ist. Dann geht es hier weiter, frische Eier, eine XXL-Packung, bei Lidl gerade gewesen. Dann, ja, wann habe ich gefrühstückt? 8. Jetzt habe ich wieder Hunger, mache ich mir gleich zwischendurch noch ein Brötchen. Dann habe ich frische Bohnen gekauft, eine Avocado, 2 Kohlrabis und einmal Peperoni Mix. Dann ein Kräuterbaguette, ich glaube, habe ich nur einen? Ich glaube ja. Und dann wieder Croissants, 2 Packungen. Zum Frühstück. Und die letzte Tasche. Eine Gurke. Ein Beutel Möhren. Einen Bund Radieschen. Einmal Milchreis. Ja, so. Milchreis. 2 Birnchen. Und dann ist hier jetzt gerade ein bisschen durcheinander mit Patzen, aber nicht verwechseln los. Hier genau, 2 mal normale Kidneybohnen und 1 mal schwarze Bohnen. Und hier habe ich nur unterschiedliche Sorten Miebfutter. 8 Dosen, genau. 8 Dosen reichen dann, denke ich. Für die nächsten paar Tage erstmal. Ich habe noch was da. Ja, das ist jetzt alles, was ich eingekauft habe. Wie gesagt, Wasser ist schon mal da hinten im Anbau. Ja. Ja, und jetzt zu den Neuigkeiten. Ich habe einen Job. Erstmal nur probeweise. Ich gehe Sonntag jetzt arbeiten und gucke, ob es passt, ob ich klarkomme, ob es mir gefällt, ob ich in das Team passe und so weiter. Das ist bei einer Bäckerei. Und als erstes werde ich die erste Zeit, vor allem jetzt wird das überrannt zu einer bestimmten Uhrzeit, wegen belegte Brötchen und so, bin ich erstmal nur Brötchenschmiererin so für 3 Stunden morgens von 5 bis 8. Aber die werden mich nach und nach dann eben auch an die Kasse ranführen und auch an andere Sachen alles, sodass ich auch, wenn es notwendig ist, Nachmittag... Wir haben einen Frosch im Hals, viel gequatscht und kein Wasser hier, alles klar. Nachmittags mal auch übernehmen kann oder wenn jemand krank ist, Urlaub, wie auch immer, einspringen kann. Und ja, dadurch, dass bei uns hier in der Gegend wirklich ganz vieles sonntags offen hat, darf ich sonntags arbeiten, dafür habe ich samstags frei. Das habe ich angesprochen. Der meinte, ja, unter der Woche so 3-4 Tage mit 3 Stunden erstmal und dann gucken wir weiter. Ich würde gerne auch länger arbeiten, mehr arbeiten. Dann eben das Wochenende, das habe ich dann angesprochen mit dem Samstag, weil normalerweise gehen wir Samstag in die Kirche, jetzt momentan in der Zeit mit der Maske und so. Als Risikopatientin versuche ich das ja nicht unbedingt da jetzt 1,5 Stunden in der Kirche zu sitzen mit dem Ding im Gesicht. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal Sonntag, Montag, Dienstag, genau, gehe ich jetzt 3 Mal erstmal die nächsten Tage arbeiten. Und dann gucken wir weiter. Ich hoffe, dass das alles passt. Es wird eine riesige Umstellung für mich sein. Eine riesige Umstellung. Weil, ihr wisst ja, ne, war die letzten Jahre mehr Nachtmensch. Manchmal erst, keine Ahnung, wenn ich jetzt aufstehen muss, die Tage, bin ich manchmal sogar erst kurz davor ins Bett gegangen, ne? Die letzten
Jahre, Monate. Ich muss mich umstellen, auch was Videos angeht, wird sich ja ein bisschen was vielleicht ändern, weil ich dann ja nicht den ganzen Tag euch mitnehmen kann und ich kann dann auch nicht bis spät am Abend sitzen und Videos schneiden. Könnte sein, dass es ein bisschen weniger wird und auch nicht jetzt von der Uhrzeit her. Ja, wie ihr wisst, meistens steht die morgens auf und ihr habt zum Frühstück ist mal ein Video von mir. Das wird nicht immer klappen. Vorausgesetzt, wie gesagt, dass es jetzt mit dem Job passt. Also, drückt alle Daumen, die ihr habt, Hände, Füße, alles, bei den Kindern und Tieren zu Hause, dass das funktioniert, dass ich, ja, dass es passt. Für mich passt, dass ich für die passe und dann, ich halte euch auf dem Laufenden, wie es aussieht. Ja. So viel dazu. Ich verräume jetzt erstmal das hier alles. Und dann werde ich jetzt mal wieder was essen. Ich habe schon wieder Hunger. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch. Abonnieren, wer mag. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Heute wahrscheinlich noch, weil ja, ist noch nicht mal Mittag. Und ich muss heute noch ein bisschen was tun und kochen. Aber das wird ein neues Video. Macht's gut!